Modular-Festival nächstes Jahr kleiner. Augsburger Christbaum steht, Missbrauchsprozess in Augsburg. Guten Morgen hier beim Nachrichtenwecker, schön, dass ihr reinhört. Ich bin Tywa Webster und wir blicken jetzt am 7. Oktober auf alle Themen, die für und aus Augsburg wichtig sind. Und wie immer kommt jetzt Augsburg zuerst. Er steht. Und zwar der Christbaum für alle auf dem Augsburger Rathausplatz. Seit gestern ziert die 18 Meter hohe Tanne die Innenstadt. Der Christbaum ist 33 Jahre alt und kommt aus der Nachbarstadt Neusses. Dort konnte der Baum aber aufgrund der Höhe nicht aufgestellt werden. Deshalb wurde die Neussesser Tanne an Augsburg gespendet und samt Polizeieskort zum Rathausplatz gebracht. Jetzt schmücken rund 300 goldene Sterne und 1000 Lichter die grüne Tanne. Es wird nicht mehr so, wie es war, sagt die stellvertretende Stadtjugendring-Vorsitzende Marlene Mechold. Was meint sie damit? Das Modularfestival. Letztes Jahr haben hier im Oberhauser Gaswerksareal rund 33.000 Menschen 3 Tage gefeiert. Das war ein Rekord. Im kommenden Jahr soll das Festival aber jetzt kleiner werden. Der Grund? Eine veränderte Organisationsstruktur, steigende Kosten, Fachkräftemangel und neue Kernaufgaben innerhalb des Stadtjugendrings. Das geplante Eindampfen des Festivals finden viele nicht gut. Zum Beispiel auch der ehemalige Vorsitzende des Stadtjugendrings Raphael Brandmiller. Er nennt das Modularfestival eine Erfolgsgeschichte, die nicht kaputt gemacht werden dürfe. Ein paar Wolken, ein paar Sonnenstrahlen, aber auch Wind und Regen. Das fasst das heutige Wetter ganz gut zusammen. Es ist wettertechnisch ein herbstlicher Mix. Morgens haben wir in Augsburg Werte von ca. 5 Grad. Am Nachmittag und am Abend werden es bis zu 10 Grad. Jüdische Schulen berichten von halbleeren Klassenzimmern. Eltern haben Angst, ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. Und du Jude hält sich hartnäckig als Schimpfwort auf dem Pausenhof. Seit die palästinensische Terrororganisation Israel angegriffen hat, summieren sich die antisemitischen Taten unter Jugendlichen. Meine Kollegin Sarah Ritschel aus der Bayern-Redaktion hat sich tiefgehender mit dem Thema beschäftigt. Sarah, warum ist das so? Also warum ist Antisemitismus unter Jugendlichen so verbreitet? Ich versuche das jetzt ein bisschen zu erklären. Es gibt mehrere Gründe dafür, dass Antisemitismus so verbreitet ist. Und über die habe ich erst gestern mit einem Forscher vom Deutschen Jugendinstitut gesprochen. Und der sagt, dass viele Jugendliche erstmal seit ihrer Geburt in einer Welt voller Krisen leben und dass gewissermaßen einfache Erklärungen der Ausweg daraus sind. Und Juden die Schuld zu geben, ist offensichtlich dann eine einfache Erklärung. Und dazu kommt dann auch noch, dass vieles in der Jugendkultur Antisemitismus begünstigt. Zum Beispiel im Hip-Hop. Da gab es in den letzten Jahren immer wieder Skandale wegen antisemitischer Textzeilen. Und was jetzt ganz aktuell ist, manche Influencer auf Instagram oder TikTok verteilen und verbreiten auch ganz gezielt Fake News über den Angriff auf Israel. Und ja, viele Jugendliche glauben das und so verbreitet sich Antisemitismus weiter. Und es häufen sich auch die Vorfälle und die Beleidigungen und Taten. Wenn man da jetzt drauf schaut, statistisch, kommt es dann eher ausschließlich von rechtsextremistischen Gruppen? Ja, das dachte man lange und lange war es auch so. Die meisten Straftaten gegen Juden sind auch immer noch von rechtsextremistischer Seite aus begangen. Aber mittlerweile trifft man Antisemitismus in verschiedenen Jugendkulturen an. Also klar unter Rechten weiterhin, aber auch unter Linken und unter muslimischen Jugendlichen, um jetzt nur die 3 Zentralen zu nennen, von denen auch immer wieder gesprochen wird. Und das hat verschiedene Gründe. Muslimische Jugendliche bekommen eine antijüdische Sichtweise schon früh von ihren Bezugspersonen vermittelt. Die Linken sehen Israel häufig als weiße Besatzungsmacht, die sich palästinensische Gebiete unter den Nagel gerissen hat. Und daraus resultiert dann, dass sie der Meinung sind, Israel hat den Palästinensern ihr Land weggenommen und jetzt holt sich Palästina ihre Freiheit oder seine Freiheit zurück. Und die Gefahr dabei ist eben, dass viele dadurch die Grausamkeiten relativieren oder ganz ignorieren, die die Hamas den Menschen antut.
Und was kann da konkret helfen, diesen Antisemitismus und die problematische Einstellung auch in Bezug auf den aktuellen Krieg dort zu ändern? Ja, da habe ich auch recherchiert und es gibt tatsächlich mehrere Ansätze. Der Soziologe, mit dem ich gesprochen habe, meinte, man muss natürlich aufklären über Antisemitismus, aber man muss gerade an Schulen auch Medienkompetenz vermitteln. Das ist deswegen wichtig, weil, wie gesagt, viele Inhalte im Netz rumgeistern, die Jugendliche dann nicht richtig einordnen können oder auch wollen und die dann einfach unreflektiert weiterverbreiten. Das ist natürlich eine fatale Entwicklung und da muss man entgegenwirken, das finde ich auch. Und dann sagte mir noch eine Pädagogin von der Uni Augsburg, dass einfach ganz viel Nachholbedarf besteht an den Schulen, was den Umgang mit Antisemitismus betrifft. Und sie meinte, oft ist es schon zu spät, bei Jugendlichen erst anzufangen. Man müsste eigentlich schon in der Grundschule beginnen, dass man eben solche Vorurteile gar nicht erst entstehen lässt. Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, Sarah, für den Einblick und die Erklärung zu Antisemitismus bei Jugendlichen. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten außerhalb von Augsburg. Wer mit der Bahn von Augsburg zum Münchner Flughafen will, braucht ziemlich lange. In der gleichen Zeit könnte man genauso gut nach Paris fliegen oder schon in Hamburg sein. Denn aktuell ist der Münchner Flughafen nur über S-Bahn und Regionalzüge ans Bahnnetz angebunden. Also der Bahnanschluss ist ausbaufähig. Und jetzt gibt es Hoffnung. Aus dem Bayerischen Verkehrsministerium gibt es ein 4-Stufen-Konzept. Es soll zukünftig einen direkten ICE-Anschluss für den Flughafen geben. Die Fernbahnanbindung ist einer der zentralen strategischen Projekte, sagte ein Sprecher des Flughafens gegenüber unserer Redaktion. Der Münchner Flughafen ist einer der wichtigsten europäischen Verkehrskreuze. Bis September diesen Jahres nutzten ihn knapp 28 Millionen Passagiere. Lange Nachtsitzung. Gestern haben sich die Ministerpräsidenten mit dem Kanzler getroffen, um über die Migrationspolitik zu diskutieren. Bayerns Regierungschef Markus Söder sagte vorab, super optimistisch bin ich nicht. Der Streit zwischen dem Bund und den Bundesländern zieht sich schon länger. Es geht um Geld für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten. Der Zuschuss für die Länder soll von 3,75 auf 1,25 Milliarden Euro sinken. Und übrigens, heute gibt es wieder neuen Fußball-Talk und Nachrichten aus dem Sport in der neuen Folge von der Viererkette, unserem Fußball-Podcast. Und damit ist schon wieder Schluss hier im Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören an diesem Morgen. Alle Links zu den genannten Nachrichten findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Kommt gut in den Tag, bis zum nächsten Mal.